Hi. Späte 70er Jahre was. Yamaha XS 400. Das war da gerade so die Zeit, wo auch die Helmpflicht kam. Man ist ja früher oft ohne Helm gefahren. Das war ja normal. Bei jedem. Helm war bedenkt. Also wenn man mal so durchs Dorf ist und hat dann nicht da gerade Höchstgeschwindigkeit gefahren, ging das halt ohne Helm. Ja, jedenfalls, ich war mit dem Ding da in unserem Dorf da unterwegs und da hält mich die Polizei an. Der Polizist, er war ja nett, der sagte hier, ob ich noch nichts davon gehört hätte, es gibt Helmpflicht schon ein Jahr. Warum ich keinen Helm auf hätte? Ich sollte mir mal ein Beispiel nehmen an unsere örtlichen Rennfahrer, den Helmut Schütz und den Stefan Druschel. Die würde sowas nicht machen und das sind Vorbild-Motorradfahrer. La la la. Denk, ach du Scheiße. Und ich soll mal meine Papiere hier zeigen. Gut. Ich gebe meine Papiere, meinen Führerschein. Dann klappt er das Ding auf und liest Stefan Druschel. Tja. Er hat mir die Papiere wieder gegeben, hat den Kopf geschüttelt, hat sich rumgedreht, ist weggefahren. Ein Held weniger in seinem Kopf. Ich bin dann auch heimgefahren. Hat mir leid getan für den Polizist. Ja. So geht's halt manchmal. Ja, und somit hat der Polizist ein Held weniger gehabt in seinem Kopf. Ja, waren halt. Es waren schon wilde Zeiten. Das ist es. Die erste große Liebe. 750 Jahre vor. Die ist Baujahr 71. Und gut, das war immer mein großer Traum. Jedenfalls. Ich war verheiratet, ich glaube, das Mädchen habe ich auch schon mal vorgestellt. Mit ihr bin ich heute noch zusammen. Sie träumte von Wohnzimmer. Es wurde Kataloge gewälzt. Naja, auf jeden Fall, wir hatten 3.500 Mark damals zur Verfügung. Die waren deponiert in Nachttischschränke. Und da. In der Nähe war einer, der hieß Tabaka, der hatte Chat-Tankstelle gehabt und Bruder, Peter Tabaka, der hatte eine 57er vor der stehen für 3.500 Mark. Und wie gesagt, 3.500 Mark hatte ich auch im Nachtischschrank hier. Ich war bestimmt 20 Mal dort, wenn shit. Jeden Abend habe ich vor dem Motorrad gesessen. Habe ich natürlich nicht getraut, weil die Frau, wie gesagt, träumte von Wohnzimmern. Es wurde auch schon langsam konkret bei ihr. Sie hatte sich da schon was in so einem Möbelhaus, so einen Schrank angeguckt und eine Couch und was weiß ich. Und ich immer jeden Abend zu dem und da vor dem Motorrad gesessen. Jeden Abend. Naja, gut. Das ging wahrscheinlich so 2 Wochen, glaube ich. Ich konnte mehr schlafen, habe es nicht ausgehalten. Ich an dem einen Tag daheim, haben Ehekraft produziert. Das Mädchen hat alle 4 Tassen, wo man da in unserem Kühlschrank hatte, die hat sie nach mir geschmissen. Und ich war mutig. Wieder an den Nachttischschränk hier die 3,5 rausgeholt und zu dem wieder hin. Jetzt machte dann dem seine Frau die Tür auf. Die hat schon die Augen verdreht. Also. War schon klar, nein, der Bekloppte da, aber jetzt ist der schon wieder da. Na ja, gut, auf jeden Fall, es ging dann alles wortlos. Der Peter hat damals in seinem Wohnzimmer gesessen und hatte Tagesschau geguckt, das weiß ich noch, es war abends so gegen 8 Uhr. Und es ging alles wortlos. Der hat gar nicht gesagt, ich habe dem die 3.500 Mark da auf den Wohnzimmertisch gelegt. Und er hat gesagt, wo es steht, weiß der, hat mir den Brief gegeben, dann bin ich raus zu dem Baby. Gott, dann bin ich ab. Dann bin
Wie ich da so am Heimfahren bin, denke ich, verdammt, wenn du jetzt heimfährst, das gibt doch auch nur Stress, bin ich erst zu meinem Vater. Mein Vater hat damals gefahren, 500 noch vor, der war stolz auf mich, der sagt, Jung, endlich ist es 57 am Start, einwandfrei. Okay, und mit diesen positiven Worten von meinem Vater bin ich daheim. Sie hat zwar ein paar Tage nicht mit mir geschwätzt, ich mach's kurz. In 2 Jahren später hat sie auch ein Wohnzimmer gehabt. Und in diesen 2 Jahren, da wo sie noch kein Wohnzimmer gehabt hat, hat das Motorrad immer in dem leeren Wohnzimmer gestanden und dann wurde halt geputzt gemacht. Und im Laufe der Jahrzehnte hat sie sich auch ein bisschen verändert und immer mal ein bisschen dran rumgespielt. Ja, End von Lied. Jetzt haben wir 2017. Das Motorrad ist immer noch da. Und das Wohnzimmer, das gibt es schon lange nicht mehr. Das war dann irgendwann nicht mehr modern. Die Couch war durchgesessen. Also unterm Strich wurde es weggeworfen. Sie hatte ja 2 Jahre später hat sie ihr Wohnzimmer gekriegt. Aber das Sonderchen ist immer noch da. Dann war das 1981, also ich habe sie, wie gesagt, ich habe sie damals immer gefahren, aber 81, da war sie auch schon 10 Jahre alt. Da war hier bei uns in der Rhön das Milseburg-Bergrennen, internationale Stars waren da. Und Duguzis, Ducatis, ganz schnelle Hondas und, und. Also das war richtig, das war internationales Bergrennen. Und ich war hier halt der Dorfmatador. Hat gestartet, ist klar. Willi Faust war mal unser früherer Weltmeister, der hat die Startflagge hat er gehievt, weiß ich noch. Stand vor mir, hat mich angegrinst, unser Weltmeister. Und Training. Da hoch, ne, hab da ganz gut gefahren. Dann waren die Zeile angeschlagen an so einem Äppelbaum, glaube ich, was. Da haben die Zeile so mit dem Nagel da in den Baum gekloppt. Und da standen die ganzen Rennfahrer davor. Und ich war da, was weiß ich, dritte, vierte Reihe. Weil die haben ja einfach davor gestanden und dann gucke ich da, schiebe ich da ohne so durch und suche mich da irgendwie ohne Beine in der Letzte. Und auf einmal sagt einer, der wo vor mir steht, der hat einen Dialekt drauf gehabt, die kam ja nicht aus der Gegend. Ich glaube, Schwabe war es. Auf jeden Fall sagte der zu seinem Kollegen da, hey, guck dir das an, dieser Dorfmatador hier mit seiner alten Honda, die, wie gesagt, 10 Jahre war sie schon alt, der steht ganz oben. Ich gucke, dritter Platz im Training. Damit halt ich na gut. In dieser Nacht, ich denke mal, ich bin in Milseburg da nur beim Ruck gefahren. Ich konnte ja gar nicht schlafen. Ich hatte also, ich meine, 67 PS, die hat damals 90 oder was weiß ich wie viel. Auf jeden Fall war das richtige Apparat und das Ding war sägenmäßig. Hatte noch keinen Schubelenker drauf. Und ich bin in der Nacht die Strecke 100 Mal abgefahren. Und da gab es so Schlüsselstellen. Es ging so ungefähr 4 Kilometer war die Strecke lang. Auf jeden Fall, es ging dann oben das Wäldchen, da waren so Doppelkurve drin. Links, rechts und es ging Berg hoch. Und das war die Schlüsselstelle. Das hatte ich dann rausgekriegt. Auf jeden Fall, ich habe diese Kombinationskurve, die habe ich genommen als eine Gerade. Die habe ich im Schotter angefangen auf der einen Seite und auf der anderen Seite dann oben, das ging dann links oben, ging es wieder raus, genau. Und da habe ich die, bin ich wieder durch den Schotter. Die habe ich so mehr oder weniger eine Gerade genommen. Das Ding durchgeschaltet, ich hatte es so kurz übersetzt, das weiß ich noch, bis ich bin. Und ganz oben dann ging halt so geradeaus, weg hoch. Und ganz oben ging es dann ging es rechts ab. Und da war die Straße gestellt mit Strohballe. Und hinter diesen Strohballe stand ein Feuerwehrmann. Den vergesse ich auch nicht. Der hat da gestanden, der musste da sich positionieren. Ich kam da hoch mit Volldampf. Das Ding hat ja 8.000 Umdrehungen gedreht. Ich kam da an und ich habe gedacht, nee, du kannst nicht so früh bremsen. Der Feuerwehrmann, der hat da hinten gestanden. Der hat alles hin und her gezentelt. Der wusste nicht wohin. Der hat gedacht, ich baue noch. Die Bremse zugemacht, runtergeschaltet, hin hat's abgestempelt. Ich habe erst gebremst, als ich Gott gesehen habe.
Das Ding unbeschlissen, also umgelegt. Bam, Gas! Was soll ich sagen? Ich war Erster. Ja, da habe ich die Konkurrenz geschockt. Ich habe auch hier noch einen Kranz, den zeige ich mal. Der ist von 1981 mit dem Apparat. So, hier ist der Siegeskranz. Das war das 10. internationale Rhönbergrennen. So, da steht doch mal was drauf, wann das auch genau war. Ja, hier ist es. Das war der Fulda AC Club 1981. Mit meinem Honda hier. Da habe ich sie verblasen, das war echt geil. Da haben die Kollegen dann genug, ne? Das haben die halt geglaubt. Die haben gedacht, die haben sich an der Zeit vertan. Und irgendwas gab ja noch einen Aufgang, waren zwei Läufe. Soweit ich mich dann auch immer beim zweiten Lauf selber tage. Auch erster. Dann sind sie um das Motorrad geschlichen und wollen wissen, was los war, was ich da getunt habe. Und zwar habe ich vernünftig gemacht. Ich habe gesagt, ja, ich habe es an der Stufe gesetzt, ein bisschen kürzer. Weil die war ja original noch so lange durchsetzt. Bergrennen, ging Berg hoch. Haben sie nicht geglaubt. War schon geil. Dann hatte ich auch mal 820 Kubik drin. Ne, halt, es waren erst, ich habe 900 Kubik reingemacht. Gezogen wie ein Bulldog, das war echt geil, aber das hat nicht richtig funktioniert, die war ständig undicht. Ne, 820 hatte ich nicht drin, das war eine Ahnung. Und das war ewig undicht, das war scheiße, ehrlich, Motor raus und dann neue, ewig neu abgedichtet, das war einfach Dreck. Dann habe ich wieder die 750 drauf gemacht, die Zylinder. Und das ganze Ding hat drauf ungefähr 200.000 Kilometer. Ja, jetzt hier hatte ich sie mal startklar gemacht. Ich habe da irgendwie auch ein Video bei mir da auf meinem Kanal drin. Da, wenn ihr da mal blättern tut, das erkennt sie ja, da könnt ihr mal hören, die macht richtig Musik. Das Ding ist schon geil. Und ich habe es immer noch mehr kürzer übersetzt. Sie ist nicht, hat keine Originalübersetzung, weil Original ist viel zu lang. Da dreht die Dürfte dann richtig aus. Das Baby geht schon. Naja. Das war auch das Motorrad, wo ich mit meiner Frau in Urlaub gefahren bin. Ich weiß nicht, ob ich das schon hochgeladen habe oder es kommt ja dann erst noch. Weiß ich es nicht genau. Das war die. Ich hatte früher mal Kuma-Räder drin. Genau. Ab den Bilder dann, wo das sind, da kennt man es noch am vorderen Schutzblech. Weil das war mal von AME. Es gab ja damals nichts. Das habe ich halt heute noch dran. Irgendwie ist es ja cool. Ist nicht so dick. Die Höckerabdeckung ist von der Honda Goodman, die habe ich dann später mal dran gemacht. Tja, soweit erstmal mit meinem Honda hier. Mit dem Wohnzimmer.